kein Problem damit, dass die Linkspartei was bekommt. Ich habe kein Problem damit, dass... Ja, aber es gibt ja einen Unterschied, Herr Gauland. Die Linkspartei zum Beispiel finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, aus Wahlkampfkostenerstattung. Weiß ich, Herr Dimas, ich will um Gottes Willen gar nicht. Wir reden ja nicht darum, dass Parteien keine Spenden bekommen sollen, sondern wir reden davon, dass Ihre Partei am Rockzipfel von einigen Schweizer Oligarchen hängt und in ihrer Partei die Schweizer Franken zum Ohr herauskommt. Ja, darüber reden wir. Schenken können, Frau Weidel, hängt an keinem Rockzipfel. Das kann ich mir nicht schenken, denn wir reden hier darum, dass in einer Demokratie jede Stimme genauso viel wert sein soll. Sind wir uns völlig einig? Und Frau Weidel hat noch vor einigen Jahren gesagt, sie fordert ein Verbot von Großspenden. Weil das Problem ist ja, dass Frau Erner, ja, die Bäckerin, die kann sich eben nicht leisten, ein paar Millionen rüberzuschieben und so Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Und wir haben gerade die Debatte mit Herrn Spahn gehabt, der so eine Corona-Party hatte, ja, während der Zeit um 9.999 Euro, exakt. Weil ein Euro mehr... Warum will Herr Spahn nicht darüber sprechen, wer seine Spender sind? Warum wohl? Weil er nicht will, dass offengelegt wird, dass es vielleicht Personen mit wirtschaftlichen Interessen sind, die dann Einfluss auf die Politik nehmen können. Und deswegen fordere ich zum Beispiel ein Verbot von Parteispenden von Unternehmen und auch Höchstgrenzen für solche Spenden. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wir wollen doch nicht in Deutschland eine Demokratie wie in den USA, wo dann eben man so viel Geld einsammeln muss, dass nur noch Personen kandidieren können, die dann bestimmte Interessen zum Beispiel befriedigen. Und sie stellen sich immer hin, sie schimpfen auf die Eliten, aber sie sind nicht die Partei der kleinen Leute. Sie hängen am Rockzipfel von Milliardären aus der Schweiz, aus dem Ausland. Und das ist doch absurd. Das ist kein dummes Zeug, das ist belegt, Herr Gauland.